Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen: Stadtbrandmeisterpokal an der Kirchner Grundschule, besondere Ehre für die A-Jugend der HSG Blomberg-Lippe, im kurzen Steinweg wird fleißig gearbeitet, die Martini-Turm-Sanierung hat begonnen und im Fitness- und Therapiezentrum Feelgood wartet eine besondere Aktion. Die Blomberger Feuerwehr traf sich zum Wettstreit um begehrte Trophäen. In Rehkirchen gingen die diesjährigen Wettkämpfe um den Pokal des Stadtbrandmeisters über die Bühne. An der seit 1981 durchgeführten Veranstaltung nahmen die aktiven Mitglieder der Blomberger Feuerwehr samt Musikzug und Jugendgruppen teil. Dabei galt es, verschiedene Disziplinen zu meistern. Siegreich waren, wie im Vorjahr, die Löschgruppe Kappel und die Jugendfeuerwehr aus der Kernstadt. Die weibliche A-Jugend der HSG Blomberg-Lippe hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Die weibliche A-Jugend der HSG Blomberg-Lippe musste sich im Endspiel der deutschen Meisterschaft ganz knapp geschlagen geben. Trotzdem lud die Stadt das erfolgreiche Team samt Trainer und Betreuerstab ins Rathaus ein. Dort verewigten sich die Sportlerinnen bei einer kleinen Feierstunde im Goldenen Buch. Die Bauarbeiten in Blombergs Innenstadt gehen weiter voran. Mit Hochdruck wurde in den vergangenen Tagen im kurzen Steinweg an der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts gearbeitet. Und die Fortschritte können sich absolut sehen lassen. So erhielt die Straße beispielsweise eine neue Teerschicht, zudem verlegten die Bauarbeiter Pflastersteine auf den Gehwegen. Das Wahrzeichen der Nelkenstadt wird general überholt. Baugerüst und Staubschutzvorhang zeugen davon, dass der Martini-Turm derzeit umfassend saniert wird. Das Gemeinschaftsprojekt von evangelisch-reformierter Kirchengemeinde und der Stadt soll in einem halben Jahr abgeschlossen sein. Anschließend ist eine kulturelle Nutzung mit Turmbesichtigung, Ausstellungen und Konzerten vorgesehen. Der Sommer ist da. Jetzt noch schnell für die passende Strandfigur sorgen. Sportlich durch die wärmere Jahreszeit kommt man im Fitness- und Therapiezentrum Feelgood. Dort wartet ein besonderes Angebot auf diejenigen, die sich bewegen möchten. 30 Tage, 30 Euro. Den ganzen Juni, den ganzen Juli und den ganzen August könnt ihr Fitness, die Kurse und die Sauna nutzen. Also kommt vorbei auf den Kreuze 15 in Blomberg.